Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Monsters. Im letzten Part haben wir Rang A des Turniers geschafft und ich habe mich dann doch nicht getraut, Rang S zu machen, denn ja, Rang S könnte dann doch ein bisschen knapp werden. Und deswegen habe ich mir lieber gedacht, hey, machst du doch lieber mal erstmal Rang A. So, ich will aber als erstes in den Irr. Rechts ist das Urteil und links ist das Irrtor. Dann gehen wir zuerst ins Irrtor. Denn so wie ich mich kenne, werde ich den Zettel bald verlieren, wo ich mir aufgeschrieben habe, welchen Weg ich denn gehen muss. 22 Ebenen schon, wow. Ja, langsam aber sicher sind die Ebenen groß. Die ganzen Portale. So. Ein Felslim und ein Chamäleon. Ja, beide nicht gerade gefährlich. Die sind schnell erledigt. Bam, wieso machst du Megawind? Greif doch bitte normal einfach an. Das würde viel mehr Sinn ergeben. So. Was bist du? Bist du ein Filet? Nein, Nugget. Ist auch okay. Ah, da haben wir schon das erste Loch. Oh, eine Kakteen noch dazu. Meine, dass es dadurch jetzt gefährlicher wird, oder was? Ja, da ist Gigaflamme schon okay. Oh, keine Wirkung auf Chamäleon, das wusste ich jetzt gar nicht. Das wusste ich jetzt gar nicht. Tja, das Chamäleon überlebt dann wohl. Ich hasse Konfus, ich hasse Konfus. Gut. Und ab in die nächste Ebene. Muss ich nach oben oder nach unten? Nach oben. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg, den ich gehe. Sieht nämlich nicht danach aus. Ne. Totale Sackgasse. Und zwar wirklich mal eine totale. Mehr als nur total. Ja, sage mal, wie groß ist denn der Weg bitte zum Loch? Ein Saugwurm. Nicht gerade gefährlich. Und wieso machst du Gigaflamme? Das Chamäleon ist doch dagegen... resistent. Och, kommt, jetzt macht sie Gigaflamme. Und du machst Blizzard, richtig? Megawind, oh. Okay. Megawind, machen wir natürlich Megawind. Zieht er weniger ab als Blizzard. Deswegen machen wir Megawind. Ja, ja, ja. Gut, jetzt können wir hier nach unten. Jetzt müsste es irgendwo links jetzt gleich wieder nach oben gehen. So, laut Karte müsste jetzt wieder nach oben gehen irgendwann. Ja, hier. Ja, das war ein großer Weg bis zum Loch, aber meine Güte. Muss auch mal sein. Gigaflamme! Ja, ach, sie ist ein guter Schaden. So, Phoenix Sky. Wieso greifst du nicht normal an Sky? Ach Leute. Egal. Ist schon okay. Ich verzeih's euch ja. Ab und zu. Gut. Na nun, wo ist denn jetzt das Loch? Hallo. Ah, da ist er. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, in diesem Part schaffe ich es nicht mehr bis zum Boss. Hey! Ein Felslimm-Ungetüm erscheint. Und tschüss. Wow, der stirbt erst nach dem zweiten Angriff. Das ist schon einiges. So, bestimmt kein Zufall. Ich werde dich heilen, wenn du mich besiegst. Ich werde dich besiegen, also kannst du dich gleich von... Fuck! Fuck! Das sind dann doch gefährlichere Gegner, als ich einst angenommen habe. Dann... Was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? So, und du setzt mal bitte Attacke auf Grendel ein. Denn ich will versuchen... Oh. Oh. Ach so.
denn ich will versuchen, mir die Windviper zu schnappen. Ich glaube, es wird weniger, dass sie mit einem normalen Nugget mitkommt. Die kommt nie und nimmer mit. Nee. Dafür brauche ich schon eher ein Filet. Ja, die Windviper hätte ich jetzt gut gebrauchen können, aber... Mai ist halt jetzt leider nicht so, wie es sein sollte. Die Lamb. So, hier nach unten, oder? Ja, nach unten oder nach rechts? Was ist denn da drin? Wetten wir noch angenommen. Was ist in der Kiste? Ich nehme mal an, eine Mimik. Aber Wetten werden noch angenommen. Oh Gott, nicht schon wieder gelähmt. Weil es halt einfach ewig anhält, das Lähmen. Macht doch sowas nicht. Ich kann meine MP noch gut gebrauchen. Item. Ich glaube, ich habe doch irgendwo ein Anti-Lärm dabei gehabt. Genau. Da. Bitteschön. Und jetzt vernichtet die mal kurz. Sehr schön. Lieber Kaktus, du musst auch sterben. Und stirbst du? Wunderbar. Na wunderbar. Hat Grizzly jetzt eigentlich mittlerweile endlich mal... Na, der hat noch kein neues Level erreicht. Okay. Ach, war doch klar, dass eine Mimik drin ist. Und Sky greift an. Wer übrigens richtig geraten hat, dass diese Truhe eine Mimik war, der darf sich jetzt einen Ast freuen. Ja, 6 Angriff ist okay. Alle anderen dürfen sich keinen Ast freuen. Höchstens ein Blatt. Aber keinen Ast. Gut, dann mal hier runter. Hier unten müsste jetzt eigentlich irgendwo, denke ich mal, hoffe ich mal, irgendwie vermute ich mal, dass da das Loch ist. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ah. So, hier setze ich mal lieber selber ein, weil ihr werdet sicherlich wieder Gigaflamme machen. So wie ich euch liebe, so wie ich euch kenne. Mega-Eis. Phoenix, du setzt mal bitte ein. Ach so. Ach, so ist das. Kannst sonst nichts Vernünftiges auf alle. Ja, dann machst du halt Heiltanz. Und bam, du setzt bitte ein Blizzard. So, das dürfte jetzt guten Schaden bei allen machen. Ja, der Heiltanz war jetzt nicht unbedingt notwendig, aber... Phoenix kann ja sonst nichts Gescheites auf alle. Gut, das wäre erledigt. Sky wurde verwirrt, ich hasse es. Sky kommt wieder zu sich, wunderbar. Och nee. Hört's doch auf mit sowas, sowas mag ich doch nicht. Toll, jetzt bin ich verwirrt. Das ist nicht toll. Ja, toll, noch für euch hat natürlich mein Kung-Fu-Tanz keine Wirkung. Aber es ist auch egal, denn ihr werdet jetzt sterben. Und tschüss, Mann. Wunderbar. Liebe Feder, willst du mich eigentlich verarschen? Ach so. Ach so, alles klar. Ich verstehe schon. Ach stimmt, die sind doch noch vergiftet. Ja, ich habe ein kleines Problem. Mit dem Gift. Ein klitzekleines Problem. Ich könnte jetzt irgendwie mal Heilung gebrauchen. Einfach nur, damit dieses dumme Gift weggeht. Au, au, au. Jawohl, sehr schön gemacht. Das habt ihr sehr schön gemacht. Bin stolz auf euch. Und 110, 111 meine ich sogar, wow. So, und hier unten müsste es dann eigentlich das Loch sein, hoffe ich mal. Nehme ich mal an, vermute ich. So, liebes Chamäleon, du darfst bitte sterben. Ich erlaub's dir, ausnahmsweise. So, bist du vielleicht ein Antidot? Ein Antifluch, was will ich denn mit dem Scheiß?
gib mir doch zwei Antidot oder eine Kirche oder so einen Trainer, der heilt. Denn wenn ich vergiftet zu einem Boss komme, könnte das leicht suboptimal sein. Denn jede Runde dann an die 10 KP mal verlieren, ja, ist auf die Dauer ziemlich schmerzhaft. Gott, dieser große Weg, immer bis ich zum nächsten Loch komme. Wahnsinn. Wie groß das Level jetzt war. Wahnsinn. So, ich habe aber schon gesagt, dass ich nicht hinkommen werde. Boah, ich bin gerade mal in Ebene 4, weißt? Gerade mal in Ebene 4. Leck mich doch am Arsch. Komm ich... Toll, ich bin hier falsch. Komm ich dann in der nächsten Mal überhaupt... Nächsten Part bis zum Monster, zum Endgegner. Ich hoffe es mal. Es wäre dann nämlich ein bisschen blöd, wenn ich dann hier schon den dritten Part in diesem Level wäre. Das wäre leicht suboptimal. Ach, mach doch keinen Müßtanz. Das macht doch keinen Spaß. Ja, sowas kannst du machen. Sterben ist immer gut. Bin ich jetzt eigentlich noch richtig? Ich hoffe es jetzt mal. Achtung, Kakteentruppe erscheint. Oh mein Gott, wie unglaublich gefährlich das doch ist. Sky greift an. Wunderbar. Und 108 Erfahrung. 108 Erfahrungspunkte. Genau! Genau, Sky greift den Gegner an. Der Gegner verliert 108 Erfahrungspunkte. Er steigt ein Level ab. Das wäre doch auch mal cool. So. Und hier ist immer noch nicht das Loch. Bist du hier? Ja, da ist er. Wunderbar. So, willkommen in Ebene 5. Okay, ich muss wieder nach oben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mega Eis Phoenix, du setzt Heiltanz ein. Und bam, Blizzard. Blizzard! Ziehst du wenigstens viel ab? Ja, ja, das ist okay. Ja, der Schaden ist okay. Bam verliert MP. Wow, weil Bam halt so unglaublich viele MP immer braucht. Ja gut, bei denen jetzt schon, weil da ist es immer ganz praktisch, wenn er Blizzard einsetzt. Naja. So. Oh, hallo. Bist du ein Filet? Nuggets. Naja. Ist besser als nichts. Wenn man mal bedenkt, so gut sind Nuggets in dem Spiel nämlich nicht. Nuggets sind gut, klar. Aber wenn man mal vergleicht mit Filet, dann... Ja, ist so ein Nugget ein Nichts. Kaktee und Gizmo, ein Lucky Two, hey! Und tschüss, Lucky Two! Ach ja... Jetzt müsste ich doch Ebene 6 sein, oder? Hey! Na, wunderbar. Wunderbar, das freut mich. Sehr, sehr schön. Hey, Grizzly braucht nur noch 7, dann hat er seine 400 erreicht. Mal sehen, ja. Okay, jetzt bin ich in Ebene 7. Das kann dauern, Leute. Das kann noch dauern. Bis ich da mal beim Boss bin. Wieder Nuggets. Vor allem bei so vielen Gegnern. So, wisst ihr was? Wir schnappen uns jetzt einen Gizmo. Einfach, weil wir es können. So, die Monster hängen jetzt an Terry. Schön. Schön. Sky, bitte töte ihn nicht. Danke. Oh, wow, ein HP-Schaden. Wie unglaublich gefährlich du doch bist. So, du kriegst nochmal ein Nugget.
So, lieber Gizmo, du kommst doch jetzt sicher mit, oder? Na komm, du kommst sicherlich mit. Ja, wunderbar. Ja, Mann. Wie nenne ich ihn dich? Ja, ich nenne dich einfach mal Giz. Gizm. Gizm. Ich nenne dich Gizm, genau. Gizm geht zum Hof. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz in der Inventar. Schnappen uns hier die Kiste. Oh, haben wir schon wieder ein Nugget bekommen, alles klar. Gut, Leute, dann machen wir mal im nächsten Part weiter. Das war Let's Play Dragon Quest Monsters für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.